Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen vor 5 Minuten. Kerstin Ott wurde über die traurige Nachricht informiert. Wir sind zutiefst traurig. Sängerin Kerstin Ott durchlebt einen großen Schock, als ihr kürzlich von Ärzten mitgeteilt wurde, dass sie Leiderkrebs hat. Kerstin Ott befindet sich derzeit im vierten Stadium von Magenkrebs, die Gesundheit ist sehr stark beeinträchtigt. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass dies passiert ist, als die Krankheit das Endstadium erreicht hat, ist er fast zum Tode verurteilt worden ohne Aussicht auf Heilung. Als ich die Nachricht erhielt, dass Kerstin Ott und ihre Familienmitglieder fast zusammengebrochen werden, war das für jeden, der es durchmachen musste, eine wirklich schlechte Nachricht. In der Tat ist das, was passiert, sehr schwer zu akzeptieren, weil sich die Musikkarriere, die Kerstin Ott aufgebaut hat, auf einem sehr günstigen Entwicklungspfad befinden. Wenn die Krankheit nicht aufgetreten wäre, hätte sie so viel mehr tun können, da das, was sie bis jetzt getan hat, so erfolgreich war. Kerstin Ott beschloss, alle musikalischen Aktivitäten, liebegewonnenen Projekten einzustellen, um sich auf ihre medizinische Behandlung zu konzentrieren. Dies ist deshalb ein wirklich dringendes Thema, sodass es möglich ist, wenn wir die fragilen Hoffnungen für Kerstin Ott selbst sowie das Fanpublikum bewerten. Das Leben zu bitter, wenn es unmöglich war, Kerstin Ott den Frieden zu bringen, auf dem alle gewartet haben. Alles kann passieren, besonders wenn wir überhaupt nicht daran denken, ist es wirklich schwer, die bittere Wahrheit zu akzeptieren. Kerstin Ott wurde nach Aussage der Ärzte ins Krankenhaus eingeliefert. Alle versuchen ihr Bestes, um Wunder erscheinen zu lassen, die eine Hoffnungsschimmer bieten. An diesem Punkt ist die beste Option immer noch die Chemotherapie, um zu versuchen, die Krebszellen abzutöten, bis sich die Situation bessert. Vielleicht wird Kerstin Ott eine Operation durchgeführt, bei der ein Teil des Magens entfernt wird. Hoffentlich ergeht es Kerstin Ott gut, damit sie sich einer günstigen Behandlung unterziehen kann, um Kerstin Ott eines Tages wieder auf der Bühne sehen zu können, gute Song und emotionale Darbietungen zu bringen, um einem musikbegeisterten Publikum zu dienen und gute Werte für die Gesellschaft zu schaffen. Alle Fans von Kerstin Ott warten gespannt auf die guten Nachrichten von ihrer Behandlung und bitten für das Beste. In der Tat ist dies heute wahrscheinlich die traurigste Nachricht über Ott. Wir haben auch viele der befreundlichsten Bilder von ihnen.